Come on. Jo, da sind wir wieder zurück in der Wüste. Ich wollte ja nur ein bisschen Sand und vor allem, wie heißt es denn? Was ist denn das? Sandstone hier unten oder so aufsammeln. Da ich meine Bude endlich mal bauen wollte. So, es gibt was Neues zu erzählen. Es gibt neue Regeln in diesem ganzen Projekt. Und zwar dürfen wir jetzt auch Offscreen aufnehmen. Offscreen aufnehmen, das gibt's gar nicht. Nein, Offscreen was machen und vorbereiten. Das soll gerade denen zugutekommen, die halt nicht so, ja, technisch versiert sind und die halt ein bisschen was vorbereiten wollen oder so. Also das soll halt gerade helfen. Und, oder dazu soll das gerade helfen. Und das finde ich echt ziemlich gut. Und, ich werde aber trotzdem auch auf jeden Fall einige Erze und sowas alles mir mal ranholen. Und ein bisschen was vorbereiten, damit das während der Folge, nicht immer nur in so Looten-Folgen ausartet. Das konnte ich jetzt vor dieser Folge nicht machen. Mein Wochenende ist ziemlich vollgeräumt. Und, wir machen gerade mein Zimmer mehr oder weniger neu, räumen ein bisschen rum und hin und her. Und, waren gestern unterwegs. Und, deswegen nehme ich auch jetzt im Moment nicht so ultra lange auf. Wir müssen Richtung da. Nehme ich nicht so lange, ultra lange auf, weil ja, ich das auch noch hochladen muss und so. Es ist ja schon wieder Sonntag. Heute spielt Deutschland gegen... Wen spielen die eigentlich? Gegen Argentinien. Und ja, ich hoffe, ihr guckt es euch alle an nachher. Also 3 Stunden nachdem ich hochlade, geht es ja los. 21 Uhr hier. Und ich bin auf jeden Fall dabei und ich denke eigentlich, dass Deutschland gewinnt. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Auch die ganze Weltsportpresse geht ja eigentlich so, sagt, okay, die Chancen, dass Deutschland gewinnt, ist relativ hoch. Oder die Chancen dafür und dass Deutschland auch einfach im Moment das bessere Team ist. Also ich habe auch gestern, was ist das? Oh, Slack. Kungas neue Heimat. Habe ich ein Schild dabei? Wie sagt er, macht er sich einen neuen Place? Ach, weil er es da oben hasst, oder was? Geil. So. Ja, ich würde auch nicht auf den Berg bauen. Nee, und deswegen... Ja, da hatte ich... Genau, was ich erzählen wollte. Habe ich gestern gesehen von... hat mir irgendjemand erzählt, und zwar Argentinien zum Beispiel. Was ist das denn? Slimy. Oh. Das ist cool. Nein, das Argentinien zum Beispiel. Argentinien hat Messi. Portugal hat Ronaldo? Ja, Portugal hat Ronaldo. Niederlande hat Robben. Und Deutschland hat einfach ein Team. Und dadurch sind wir einfach mal krass überlegen, weil wir einfach mal als Team wesentlich stärker sind. Hallo Leo, ich habe mir Redstone von dir geliehen. Bitte sei nicht böse. Die Frage ist jetzt, wer? Was soll der Scheiß denn? Achso, nee. Ich glaube, Andi hat mich gefragt, irgendwann mal zwischendurch. Aber trotzdem seinen Namen nicht hingeschrieben. Ich habe ihm gesagt, er soll ein Schild hinstellen, damit ich es nicht vergesse. Ja, wir haben ja genug Redstone. Wir haben ja Block of Redstone hier. En masse. So, die Bienen will ich eigentlich Kunga geben. Mit denen kann ich ja nicht viel anfangen. Hier mal ein bisschen Limestone. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber, dort wo das Haus jetzt hin soll. Beziehungsweise schlafen wir vor nochmal. Keine Ahnung, was der Bettmann hat. Dann beobachten wir noch den Sonnenuntergang und unser schönes Feld. Bum, 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 bum. Ne, dann gehen wir da rüber und suchen uns ein schönes Plätzchen und bauen dann fett unsere Bude da drüben auf die weiten Flächen. Und dann bin ich auf jeden Fall dafür, dass ich mir noch einen Wall baue. Ich glaube, das mache ich jetzt diese Folge mal. Wir machen mal ein bisschen Construction-Folge. Und dann gehen wir nochmal in den Dschungel, hauen nochmal fett viel Holz runter. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben. Ich glaube nämlich nicht so viel. Und, naja, es geht. Also da ein Stack. Wir räumen mal ein bisschen auf. Das da oben sollte die Holzkiste sein. Das ist aber nur die Trash-Kiste. Das kommt hier rein. Das. Und das auch und das auch. Das auch und das nicht. Das nehmen wir immer mit. Also man sollte eigentlich den Scoop immer dabei haben. Das wäre das Beste. Gut. Also. Es soll ja ein modernes Haus sein. Das heißt, wir müssen da uns ein bisschen Kreativität walten lassen. So.
Was ich ja cool finde, dass ich hier die Porky sehe und mein altes Haus. Deswegen glaube ich, finde ich das hier auch ziemlich gut. Und dann noch relativ nah da dran. Viel Fläche. Ja, ich würde sagen, hier so. Jetzt genau hier. So, dann lass mal überlegen. Wir machen erstmal das Eingang, den Eingangsbereich. Da machen wir. Kann man eigentlich aus Limestone irgendwas Krasses machen, was noch geiler ist? Limestone Bricks. Das ist cool. Aber Bricks sind vielleicht für die Fläche ganz cool. Für Wege und sowas. Will ich aber so erstmal nicht nutzen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Sand. Na gut, haben wir jetzt nicht. Egal, dann nutzen wir es doch nicht. Wie mache ich das denn? Ich dachte, wir machen jetzt erstmal hier so ein bisschen so säulentechnisch was. Und dann dazwischen kommt Glas. Mal gucken, wie das wird. Also ich bin mir noch nicht, bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass ich das richtig cool machen kann. Wir werden es aber sehen, was draus wird. So. Nee, Quatsch. Da muss er hin. So. Ja, und dann müssen wir mal schauen. Dann werden wir auf jeden Fall. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit der ganzen Technik mache. Ob ich jetzt wirklich nur überirdisch ein kleines Wohnhaus hinmache. Und unterirdisch dann. Ja, ich glaube, das reicht. 5 Säulen sind gut. Jetzt ist die Frage: Mache ich da eine Doppeltür als Eingang? Und von wo vor allem? Vielleicht von hier. Und dann machen wir das so. Ja, doch, jetzt habe ich eine coole Idee. Wir machen das so. So, 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 so. So, 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 so. Muss der jetzt, wie lang muss der jetzt sein? Ich will den quadratisch haben, das wäre gut. Das ist doch 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste der eigentlich wieder ab. So. Zack. 3, 4, 5. Echt, das ist ja voll winzig. Ah ne, es soll ja eine Doppeltür sein. Dann machen wir es 6 breit. Muss ja alles schön symmetrisch sein. So. So, 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 so. Gut. Und dann müssen wir mal schauen, wenn wir die Bude grob fertig haben, dass wir dann uns ein bisschen, also, dass wir dann den Wald auf jeden Fall noch machen. Und dann muss ich mal gucken. So, wie sieht das jetzt aus? Zack. Das wäre vielleicht cool. Dahin. So, als Eingangsding. Da sind Säulen. Und dann geht's hier in einen riesengroßen Raum rein. Ja, hier genau. Hier ist das kleine Eingangsportal. Das ist ziemlich cool. Dann hat man links einfallendes Licht, weil die Sonne geht ja. Ah ne, die geht da unter. Und die Sonne geht da auf. Scheiße, das heißt, es fällt nie das Licht von hier rein. Also von der Seite. Ach so, und was noch ganz viele in die Kommentare geschrieben haben, synchronisier das doch mal. Synchronisier das doch mal ordentlich. Ey, Leute, echt, es tut mir verdammt leid, aber irgendwie. Ich muss das noch irgendwie recht rauskriegen. Wenn irgendjemand da einen heißen Tipp hat, wie man das noch besser hinkriegt, ich versuche das ja immer schon perfekt zu machen. Ich ziehe runter und habe das alles schön auf. Ich habe ja selbst, ich halte ja selbst mein Mikro an meine Tastatur ran, wenn ich auf Aufnahme drücke, so dass ich diesen Aufschlag sozusagen, also dieses, dass ich das höre. Aber irgendwie funktioniert die ganze Chose noch nicht. So, dann wird das jetzt hier. Ah, ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier weitergehen soll. Das ist alles noch nicht so ganz geil. Dann machen wir aber hier erstmal so weiter. So ein bisschen, ja. Und machen jetzt mal Brickstone-Pfeiler. Ja, doch, das hat was. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist ja, bleibt doch jedem selber überlassen. Aber es hat was. So, nehmen wir hier eine lange Front. Mindestens mal genauso lang wie da. Wir können ja auch immer so unterschiedliche Satelliten machen. Mit Türmen und so.
Doch, das ist cool. Wir bauen auf jeden Fall einen fetten Turm mit an die Bude ran. Das ist eine geile Sache, geile Sache. Das mache ich auf jeden Fall. Dann mache ich noch so einen kleinen Satelliten, also wie so ein langer Weg. Und an die Spitze kommt dann der Turm. So. Ich meine, das hat doch schon mal was, oder nicht? Ich finde das schon mal gut. Aber jetzt ist die Frage, na gut, nee, das können wir so nicht machen. Wir müssen auf jeden Fall das abbauen. Warte, wie weit ist das? Hier. Nee, da war es ja richtig. Dann können wir das lassen. Das muss hier hin. Wie machen wir das denn? Dann geht's hier weiter. Und der Satellit geht hier um die Ecke. Okay, aber der muss auch irgendwie eine coole Eigenart haben. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das alles mache. Ich will hier auch nicht alles Glas machen. Das muss auch irgendwie ein bisschen cleverer und lösbar sein. Half Bricks nicht, vielleicht. Oben. Ah, das ist ungünstig. Das ist echt schwierig zu entscheiden. Das soll ja alles auch irgendwie scheiße geil aussehen nachher. Also von daher, wir machen mal das hier rein. Und schauen mal, wie das aussieht. Das sieht schon mal kacke aus. Das muss wieder weg. Ah, also das, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht doch offscreen machen sollte, aber eigentlich soll man ja wirklich nur looten offscreen. Also, keine Ahnung, keine Ahnung. Dann habe ich gerade mit Debitor, das ist hier sogar auf dem. Ja, genau, der macht nämlich gerade das. Der Gräfer holt sich gerade ein paar Erze. Mit denen ich schon geschrieben. Mit denen nehmen wir wahrscheinlich bald auch mal auf. Ja, ich auch noch nie aufgenommen. Auch mal was Schönes. Also, das Programm knüpft neue Kontakte, knüpft neue, vielleicht auch Freundschaften. Wenn man so weit denken möchte. So. Ich weiß nicht. Das ist alles blöd. Ich will auch nicht alles aus Glas machen. Das ist total bekloppt, wenn man das noch alles aus Glas macht. Das Dach mache ich weiß. Aber ich habe ja nach wie vor keinen Cradle Stone. Das habe ich immer noch nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, ob wir das einfach so lassen. Aber so ein großer Raum hier, was wird das für ein Raum? Da kommt in die Mitte mein Bett. Und mehr nicht. Nee, das können wir ja hier wirklich mit so einer kleinen. Das wird dekorativ, das wird ein offenes Wohnzimmer, sagen wir so. Und dann müssen wir jetzt noch ein Schlafzimmer machen. Das können wir hier oben drauf machen. Das machen wir gleich mal. Hallo. So. In den Leuchtturm. Schlafzimmer ins Leuchtturm. In Leuchtturm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann ist ja hier die Mitte, oder? Die Maus leckt ganz schön. Also ich muss das hier noch ein bisschen. Ich habe mein Zimmer ja gerade jetzt schon umgeräumt. Und nehme jetzt eine Folge in einer umgeräumten Version auf. Und muss nachher dann nochmal umräumen. Und deswegen irgendwie ist es mit der Maus nicht so ganz, weil der Sender jetzt woanders sitzt und so. Dieser komische Stick da. Und immer nicht so ganz zufrieden mit der ganzen Geschichte. Aber früher oder später kriegen wir das schon noch hin. So, was haben wir jetzt hier? Ich glaube, das lassen wir mal so. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Balkon. Balkon. So. Die Decke können wir ja später noch nacharbeiten. Jetzt haben wir keinen Limestone mehr. Was ist das denn für eine Kacke? Na gut, aber die Idee ist schon mal da. So. Also man weiß, wo es eventuell hingehen soll. Gut, dann haben wir das. Es geht voran, es geht voran. Wenigstens ein bisschen. Irgendjemand hat mein Getreide hier ge geerntet. Ich sehe das doch. Schlimm ist das sowas. Da fragt man sich immer, wenn man schon auf dem Server ist, warum das Zeug nicht alles immer reif ist, wenn man vorbeikommt. Aber es liegt einfach nur daran, dass immer alle anderen das Zeug holen. So. Dann wollen wir mal. Ach so, und was ich auch noch überlegt habe, wenn ich hier wirklich offscreen oder mehr oder weniger offscreen halt in Höhlen gehe und ganz viel Erze hole und so, dann werde ich das so machen, dass ich das trotzdem aufnehme und dann einfach Timelapse, also Zeitraffer-Videos mache und dann das auf 1 oder 2 Minuten runterschrumpfe. Das ist trotzdem irgendwie nochmal, ja, dass es wahrgenommen wird, dass ich das gemacht habe. Weil ich könnte auch, also das würde ich bald auch machen, einfach wirklich haufenweise Stunden mich hier hinsetzen und was ist denn das da drüben? Der ein Wasserfall?
Fließt irgendwas runter? Ist es Lava? Nee, warum? Lava ist orange. Ach, da läuft Blut runter. Oh, die Porkys wieder bauen irgendwelchen kranken Scheiß. Nee, ich nehme das halt dann auf und raffe das einfach zusammen und gut ist. Also, so werde ich das dann einfach machen. Ja. Auch nicht großartig Lust, das noch. Ja, ich will das halt einfach nur, dass du das, dass man das doch noch mitbekommt dann. So, ich hatte doch neulich noch eine. Noch eine Ho. Da ist sie doch. Fast kaputt. Aber noch lebt sie. Noch werden wir sie kaputt schlagen. Jo. Fast ein bisschen böse. So. Scheiße. Na gut, egal. Dann nutzen wir halt das, die Samen. Wir brauchen sowieso früher oder später Samen. Ach so, unser Kart ist fertig. Dann müssten wir auch mal. Oh. So vieles unter einen Hut zu bringen hier. Ich brauche nämlich jetzt ein Blast Furnace. Ready to assemble card. Ach shit, ich wollte ja noch Addons hinzupacken. Ich habe das noch nicht mal angefangen. Ich habe das noch nicht mehr fertig angefangen, fertig zu machen. 18 Minuten brauchst. Also haben wir das in der nächsten Folge dann auf jeden Fall fertig. Sidechests, Internal Storage, Tool. Ja, May. Fuck off, ey, echt, ich mach das Ding jetzt fertig. So. Ich hoffe, das ist nächste Folge fertig. Wenn nicht, lege ich nochmal Kohle nach. 10 Stück hat es gleich mal reingehauen. The Assembler ist currently. Ach so, it's not. So, jetzt ist an. Jetzt wird daraus das Card. Da können wir nicht mehr dran machen. Ja, damit würde ich die Folge auch beenden. Das wird nächste Folge zu Ende sein. Wir brauchen, wie gesagt, ein Blast Furnace. Warte, wir können das nochmal schnell nachgucken. Und um dieses komische Öl, Canola, nee, nicht Canola Öl, sondern Blast Furnace. Nein. Wie hieß denn der andere? Das war dieser Schitte. Oven. Da ist es, genau. Wie heißt das Ding? Coke Oven Brick. Das wollen wir haben. Genau. Warte mal. Recipe. Da brauchen wir Clay und Sand. Ne, das ist ja nicht allzu schwer. Oder Sandy Brick. Wie kriegen wir das her? Kriegen wir das aus diesen Pyramiden oder was? Naja, egal. Auf jeden Fall Steam Oven. Das brauchen wir und dann brauchen wir, können wir nicht so einen Ofen machen und dann verbrennen wir. Warte mal. Jemand packt da ja nur Kohle rein, glaube ich. Und dann wird aus Kohle Coke Brick, dieses komische andere Zeugs. Und dann haben wir ne als Nebenprodukt dieses komische Öl. Warte, das können wir auch nochmal schnell nachgucken. Track. Und zwar wollen wir dieses Ding herstellen. Das geht nur mit diesen Teilen. Dazu brauchen wir das. Dazu brauchen wir das. Und da brauchen wir Kerosot und Bucket. Und den bekommen wir aus dem Coke Oven als Nebenprodukt. Genau. Tada. Das wollte ich doch haben. Also genau, man brennt hier so ziemlich alles und bekommt da Charcoal raus. Hallo? Läge mal nicht so rum. Genau. Und bei Kohle. Es scheint fast nur mit. Nur mit richtiger Kohle zu funktionieren. Mit Charcoal würde es mich mehr interessieren. Ah, ich glaube, es geht auch mit Charcoal. Boah, leck das. Ich weiß nicht, ob es an meiner Maus liegt oder an dem. An. Im Internet. Ui. Nee, egal, whatever. So ist das nun mal. Genauso, das müssen wir herstellen. Nochmal in der nächsten Folge. Bis denn dann, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns morgen. Heute ein bisschen chaotische Folge. Tut mir leid. Bis denn dann. Peace.